Servus, ich bin der Tim, ich bin 17 Jahre alt und mache derzeit eine Ausbildung zum staatlich geprüften Sport- und Gymnastiklehrer an der KNS. KNS ist eine Berufsfachschule in München. Im folgenden Video handelt es sich um die Slow-Twitch- und Fast-Twitch-Muskulatur im Körper. Viel Spaß beim Anschauen. Im Muskel findet man immer zwei Arten von Fasern, einmal die Slow-Twitch- und einmal die Fast-Twitch-Fasern, die im Video mit Rot und Blau gekennzeichnet sind. Normale Menschen haben die Verteilung 40:60 oder 50:50 oder 60:40. Geborene Sprinter oder Ausdauerathleten haben sogar eine Verteilung von 90:10 oder von 10:90. Der Unterschied zwischen Fast-Twitch und Slow-Twitch ist, Slow-Twitch reagiert langsamer, hält aber länger durch. Fast-Twitch genau andersrum. Hier mal ein kleines Beispiel. Hier sieht man einen Langstreckenläufer mit der Slow-Twitch-Muskulatur. Er kann viel länger laufen durch seine Statur als jemand, der kräftig gebaut ist. Deswegen haben Marathonläufer auch eher eine dünne Statur und wenig Gewicht. Durch Ausdauertraining können Fast-Twitch-Fasern Charakteristiken von Slow-Twitch-Fasern übernehmen. Andersrum ist das kaum möglich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann lass doch auch ein Abo für diesen Kanal da. Bist du auch kreativ, natürlich und sportlich, dann werd ein Teil der KNS. Du kannst dich zum Beispiel im Oktober hier noch bewerben und ich hoffe, du kommst vorbei.